Zivilisationsmüll. Och, wenn man Geld hat. Früher haben wir geflippert, sogar meine Else. Ist die reinste Volksseuche. Den Leuten das Geld maschinell aus der Tasche zu locken. Sie kennen sich doch aus mit Maschinen als Uhrmacher. So ein Apparat, der müsste Sie doch eigentlich reizen. Mich? Da spiele ich lieber Skat. Werf doch mein Geld nicht diesem Apparat in den Rachen. Das ist doch bekannt. Die Maschine gewinnt immer. Ebenso wie bei den Spielbanken. Diese maschinellen Banditen sollten verboten werden. Wir haben schon viel Unheil angerichtet. Haben Sie mal eine Mark? Tut mir leid. Ich kann Sie darin nicht unterstützen. Ich habe so miese Zeiten gesehen. Ich weiß den Wert des Geldes zu schätzen. Ja, ja. Wer darf denn als Erster? Nur nicht ich. Das bringt Glück hier. Werden Sie einer auftreiben? Ich komme dann zur Wartung. Servus. Risiko. Das wäre doch mal was für Sie, Herr Koch. Ich lasse Ihnen den Vortritt. Nee, danke. Selbst wenn ich eine Jungfrau wäre. Haben Sie denn schon mal an so einem Ding gespielt? Sehe ich so aus? Also doch, Jungfrau. So dummes Zeug. Wozu ist denn die Risikotaste? Alles oder nichts. Hier. Klicken Sie rein. Blendwerk. Nichts als Blendwerk. Aber hübsch gemacht. Kennen Sie das? Beim ersten Mal, da tut's noch weh. Schlager aus unserer Jugend. Krieg ich noch ein Bier? Ich warte seit 4 Wochen auf diese Maschine. Wissen Sie, Herr Kling, man muss sich immer für was Neues auslegen. Deutsche Kunden sind wähler, was nicht? Ach, das sehe ich anders. Ob da nun so ein Ding hängt an der Wand oder nicht. Hauptsache, das Bier wird nicht alle. Meine Frau wartet. Ich zahle später. Sehr gern. Ein kleines Bier bitte, Frau Sarikakis. Und nicht zu kalt, bitte. Sehr gut gemacht. Also, wenn Sie so weitermachen, Herr Koch, dann ist das Ding bald leer. Stören jetzt nicht. Du siehst doch, er ist hochkonzentriert. Sie werden lachen. Aber ich hab's raus. Aber ein bisschen Ruhe brauche ich tatsächlich.